Die Formel 1-Saison 2022 ist gestartet und es hätte nicht spektakulärer sein können. Es gibt einen Gewinner und einen ganz großen Verlierer. All das besprechen wir jetzt. Los ging alles mit folgender Startaufstellung. Auf der 1 startete Charles Leclerc, dann hinter war Max Verstappen im Red Bull, dann Carlos Sainz, ebenfalls im Ferrari, und Sergio Perez im Red Bull auf der 4. Dahinter gefolgt sind dann Lewis Hamilton auf der 5 im Mercedes, Valtteri Bottas im Alfa Romeo auf der 6. Dann kommt ein Haas von Kevin Magnussen, ein Alpine von Fernando Alonso, George Russell im zweiten Mercedes und Pierre Gasly im Alfa Tauri. Die Deutschen belegten die Plätze 12 und 17, Mick Schumacher im Haas und Nico Hülkenberg als Ersatz von Sebastian Vettel im Aston Martin. Und erstmal will ich noch sagen, die neuen Regeln waren wirklich super, denn allein wenn ihr jetzt diese Startaufstellung und den ersten 10 lest, das hätte man sich letztes Jahr noch nicht erträumen können, dass ein Haas oder ein Alfa Romeo unter den ersten 10 steht und regelmäßig Punkte holen kann und vor allem da mitkämpfen kann. Also da haben sie wirklich einen Top-Job gemacht. Das Hinterherfahren ist wirklich einfacher. Und wenn ich euch gleich vorlese, wie das Endergebnis war, dann werdet ihr auch genau wissen, was ich meine. Nun ja, es wurde sehr spektakulär. Am Start gewann dann Charles Leclerc erstmal gegen Max Verstappen. Also da war dann auch kein Rütteln. Ich glaube, er hat mal kurz gemuckt, aber grundsätzlich hat er das alles super gemanagt. Richtig knifflig wurde es dann nach dem ersten Boxenstopp, so nach 20, 25 Runden circa. Ich habe es halt leider nicht mehr komplett im Kopf. Dort wurde es dann nämlich knapp. Verstappen hat versucht, den Undercut zu machen. Also das bedeutet, dass man früher reinkommt, also dass man hinten liegt, früher reinkommt und hofft dann nach dem Boxenstopp vor seinem Vordermann zu sein. Das hat leider nicht ganz geklappt, aber er war näher dran und Verstappen konnte dann gegen Leclerc kämpfen und hat versucht, an ihm vorbeizukommen und war dann zwischenzeitlich auch mal vielleicht 100 Meter oder so vorne, aber direkt bei der nächsten DRS-Zone hat Leclerc wieder reingehalten und hat Verstappen abkochen können. Man hat also gemerkt, an diesem Monegassen war heute kein Vorbeikommen. Weiter ging es dann in Runde 44, dann ging Verstappen nämlich auf Drei-Stop-Strategie und wechselte zum dritten Mal in der Hoffnung, er könnte Leclerc so nochmal unter Druck setzen. Und der Reifenverschleiß war dann heute doch ziemlich groß, weshalb viele auf zwei oder drei Stops gegangen sind. Und als alle dachten, naja, vielleicht trudelt das jetzt so vor sich hin. Und ich sagte dann auch zwischenzeitlich noch so, ey, ist noch gar keiner ausgeschieden. Passiert in der 46. Runde Folgendes. Wir sehen nur Gelb, wir sehen nur Safety Car und Pierre Gasly steht in der Kurve, wo damals Romain Grosjean fast verbrannt wäre. Es war, glaube ich, Kurve 2 oder 3. Und er hat einen Motorschaden. Ihm ist der Motor hochgegangen. Und jetzt wird natürlich erst nochmal spannender, denn Max Verstappen, der so chancenlos schien, gegenüber Charles Leclerc hat plötzlich wieder die Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Und dieser Restart folgte dann in Runde Nummer 50. Und Verstappen machte kurz Mucken, versuchte es, aber sein großer Fehler war, dass er immer neben Leclerc gefahren ist und versucht hat, also er durfte ihn ja nicht überholen, das darf man ja immer erst ab der Safety-Car-Linie, aber die sind quasi beide parallel gefahren, Leclerc minimal vor Verstappen hatte, so, und das war wahrscheinlich sein großer Fehler, denn beim Restart drückt Leclerc auf den Pinsel und hat erstmal 200 Meter zwischen sich gebracht und somit hatte dann Verstappen keine Chance, an ihm vorbeizukommen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, erlebt Red Bull am Ende auch noch ein Desaster. In der 54. Runde nämlich scheidet Verstappen aus. Seine Batterie ist einfach leer.
Er hatte vorher schon gemeldet, dass er keine Energie mehr hat, keine Zusatzleistung, dass er Leclerc nicht mehr erwischen kann. Sainz kam von hinten und hat ihn überholt. Und in der 54. Runde biegt er in die Box ab und stellt das Auto ab. Und genau in dem Moment bekommt Checo Perez das Signal, du, Max ist gerade ausgeschieden, bei ihm ist die Batterie alle. Und 20 Sekunden später gefühlt kriegt er die Nachricht, bei dir ist auch irgendwas mit der Hydraulik nicht richtig. Es war aber nur noch eine Runde zu fahren und Hamilton war direkt hinter ihm. Er hat es dann versucht, noch irgendwie zu dingseln. Er hat noch irgendwie versucht, alles zu retten, Hamilton aufzuhalten, doch in der letzten Runde siehst du nur, wie Perez sich gedreht hat. Und das war's dann. Ich weiß nicht, warum er sich gedreht hat. Da wird irgendein Problem gewesen sein. Ob das jetzt mit der Batterie zu tun hat, kann ich so nicht sagen. Auf jeden Fall auch er dann raus. Finito. Ein rabenschwarzer Tag für Red Bull und Festspiele für Ferrari. Denn Carlos Sainz fährt dann als Zweiter über die Linie und feiert so den Doppelsieg für Ferrari, die das erste Mal seit Singapur 2019 wieder ein Rennen gewinnen. Die Leidenszeit war super, super lang. Es waren jetzt 45 Rennen. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich großer Ferrari-Fan bin und mich natürlich tierisch gefreut habe, dass dieser Saisonstart so fantastisch gut gelaufen ist. Und naja, ich denke mal, mit Ferrari wird die Saison zu rechnen sein. Und wenn Mercedes auch noch in die Schlufen kommt und sein Auto wieder hinstellen kann, dann erleben wir hier sogar einen Dreikampf. Und jetzt bin ich euch noch das Endergebnis schuldig, was ich aber am Ende dann auch nochmal einblenden werde. Denn dadurch, dass am Ende keiner der Red Bulls auf dem Podium stehen wird, das hatte ja erst Verstappen inne, dann Perez inne, sieht es am Ende wie folgt aus. Auf Platz 1 Charles Leclerc, auf Platz 2 Carlos Sainz, beide im Ferrari. Dann folgen die beiden Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell. Auf Platz 5 Kevin Magnussen im Haas, dann Valtteri Bottas im Alfa Romeo, Ocon im Alpine, Tsunoda im Alfa Tauri, Alonso auch im Alpine und Zhuang Zhou im Alfa Romeo. Und ihr seht schon, wie kunterbunt das gemischt ist und dass die Favoriten, die da oben eigentlich zu erwarten wären, da oben heute nicht dabei sind. Wie schätzt ihr das erste Rennen des Jahres in der Formel 1 ein? Ich fand's super und ich bin mir sicher, uns erwartet eine super spannende Saison. Und nächste Woche geht's sogar schon weiter, dann mit dem großen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah. Und dieser Kurs feierte letztes Jahr schon Premiere. Der ist super gefährlich, super eng, aber ist mindestens genauso spannend. Bis dahin, ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.